Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier bei Attila Hildmann in der veganen Snackbar, wo es, der Mann hat offenbar seltsame Geschäftsideen und er bietet hier den schärfsten veganen Burger der Welt an. Der ist wohl wirklich extrem scharf. Es sind schon Leute zusammengebrochen, als sie diesen Burger verspeist haben. Leider hat dieser Geschäftsmann dann auch noch weiter mit seinem Handy draufgehalten und dann weitergefilmt. Da werde ich gleich mal fragen, was das denn für eine Sache jetzt gewesen ist. Ansonsten muss ich hier Handschuhe anziehen, bevor ich den Burger verspeise. Grüß Ach so, dich. da ist er. Da ist er, Heldmann. Hallo. Hallo. Wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee? Na, Ich meine. ich esse ja gerne scharf und Ja. da testet man sich ganz gerne mal aus. Und es gibt ja so Ess-Challenges, wer so die schärfste Currywurst zum Beispiel essen kann. Und ich dachte mir eben, ich mache einen richtig scharfen, schönen veganen Burger. Okay, den du aber selbst nie essen würdest, oder? Den würde ich selber nicht essen. Ja. Aber wieso soll ich das eigentlich machen? Ja, weiß ich nicht. Wenn du gerne scharf isst, kannst du dich Ich herausfordern, esse wenn. schon gerne scharf, aber das werde ich dann nochmal prüfen, wie scharf das dann Die wirklich ist. Frage ist halt der Motivation. Möchte man sich quasi das mal geben oder halt nicht? Aber ich sage immer, fangt erstmal mit dem Mittelscharfen an und tastet euch so ein bisschen heran, weil der hat wirklich 9 Millionen Scoville. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ich glaube 9 Millionen sogar, Scoville heißt, das ist die Schärfeinheit. das Das ist die heißt, man braucht Schärfe. 9 Millionen Tropfen Wasser, um einen Tropfen von dieser Flüssigkeit zu Zu neutralisieren. neutralisieren. 9 Millionen Scoville. Muss man sich mal vorstellen, die schärfste Chili der Welt, das ist aktuell die Scorpion Chili, hat 1 Million. Ja. Und welche ist da drin? Hier ist jetzt quasi sogar noch ein Extrakt drin, der wird natürlich gewonnen. Ist aber eben konzentrierter. Und ja, es ist wirklich eine Sache für Chili-Liebhaber. Also Chili finde ich nicht nicht, schlecht, aber wir mussten zu viel jetzt, Chili ist auch nicht gut, glaube ich. zweimal wurde der Notarzt gerufen. Ich empfehle, wie gesagt, den Leuten auch immer mit dem mittleren anzufangen, aber es hält sie nicht davon ab. Ja, und einmal hast du mit dem Handy sogar noch weiter drauf gehalten, Ja, aus klar. Werbezwecken. Deswegen bist du jetzt ja hier. Ja, das ist wohl wahr. So funktioniert das, So funktioniert ja. Und das. keine Skrupel dabei. Nee, kein Skrupel. Ah, was für ein windiger Geschäftsmann hier. Unglaublich, oder? Also, naja, Ja, es gibt okay. ja auch Currywurst, die schärfste Currywurst der Welt, da sagt ja auch keiner was. Ich versuche hier zumindest hochqualitatives veganes Essen anzubieten. Wir haben jetzt nicht nur den super scharfen Burger, wir haben auch richtig schöne Salate, Pastagerichte und leckere Burger in der Schillerstraße 71, aber das erzeugt ein bisschen Werbeblock. Aufmerksamkeit. Ja, genau. Und aber wenn man zu viel Chili isst, dann schmeckt man doch eigentlich gar nichts mehr. Dann kannst du ja da alles reinpacken eigentlich. Das kann ja auch eine Pappe sein dann, oder? Nee, ein Burger schmeckt schon immer noch ganz gut. Du hast hier verschiedene Texturen. Wir haben Kichererbsen-Gemüsepatty, Bio-Mix-Salat, schöne vegane Mayo-Gurke, Mole. Also man schmeckt es schon. Es ist halt eine Sache vom Training. Wenn du jetzt, sage ich mal, untrainiert in die Hellfire-Challenge Ich gehst, bin total untrainiert, ja. dann wird es wehtun. Okay, da werde ich mich beherrschen. Ja. Und beschränken womöglich. Du willst sie gar nicht richtig machen? Ich muss mal gucken, wie weit ich komme, aber ich muss ja nachher noch arbeiten. Ich will ja dann noch drüber, nicht nur das live schildern, sondern auch noch drüber schreiben. Ja, aber für deine Zuschauer solltest du schon alles geben, finde ich. Oder? Einmal so ein Ja, bisschen du abbeißen. willst mich auch zusammenbrechen sehen und dann willst du auch mit deinem Handy draufhalten und nochmal sehen, weil du jetzt halt noch viel mehr Follower hat und so weiter auf Facebook und damit das möglichst alle sehen, ja, und alle in deinen Laden kommen. Genau, Ja? so sieht's Ah, aus. so schmutzig ist die Damit Welt. die Leute nicht mehr Massentierhaltung unterstützen und vegane Burger essen. Okay, ah, das ist auch noch, genau, das ist auch noch der Richtig. hehre Ansatz Wir kochen alles selber, sage ich mal, wir machen alles frisch. 95% der Zutaten sind bio und mir geht es schon wirklich darum, veganes Essen zu einem kostengünstigen Preis im Mainstream zu bringen. Bei uns kostet ein kleiner Burger 4,90 € ein Menü mit Pommes und einem Getränk unter 10 €. Also mir geht es wirklich darum, so ein bisschen das vegane Essen in die Massen zu bringen. Dass das allerdings so Wellen schlägt in dieser Chili Challenge, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo hast du die Idee her gehabt? Aus Amerika. Also Ah, natürlich, ja. ich gucke sehr gerne so amerikanische Kochshows und da hast du immer Chili Challenges oder wer ist, was weiß Ja. ich, die schärfste Pasta. Und daher habe ich diese Idee. Aber wie gesagt, ich esse scharf, ich esse sehr gerne scharf, aber das ist für mich anderes Level. Wir hatten jetzt gestern den Rohat hier, der war eine Maschine, der hat das Ding in unter 8 Minuten gegessen, ohne dass er umkippt. Ja, Aber du hast fünf Leute haben ja bisher es geschafft, diesen ganzen Ja. Burger zu essen und Genau. hängen jetzt an eurer Wall of Flame. Wall of Flame. Die Richtig. Wall of Flame. Nur Richtig. Jungs, die auch ein bisschen mehr Körpergewicht haben, glaube ich, so für gewöhnlich. Nee, der erste, der da war, der Oder? war relativ schlank. Es ist einfach wirklich eine Frage, wie viele Eier hast du? Also kannst du da durchbeißen, es ist ja nicht gefährlich Müsst ihr seine letztendlich. Ehre packen?
So ein bisschen vielleicht. Ja, ja. Das Ding ist ja, Chili ist ja grundsätzlich nicht ungesund. Auch wenn das jetzt super scharf ist, ja. Du wirst es nachher im Magen spüren. Also da geht dann eine Atombombe hoch quasi. Aber dir kann nichts passieren. Und wieso muss ich dann so eine Verzichtserklärung unterschreiben? Na, damit du mir jetzt zum Beispiel nicht den Rettungswagen in Rechnung stellst. Ich soll dir eine Verzichtserklärung unterschreiben, wo ich vollumfänglich auf sämtliche Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegenüber diesem Mann verzichte. Genau, ja? Genau. Du willst das ja. Das ist unglaublich. Ne? Bitte, das ist die Verzichtserklärung. Ich werde die auch gleich mal unterschreiben. So, da steht dann noch drin. Hier die Kurierfans wünschen dir schon alle viel Glück. Ah, ja. Und sind sehr gespannt. Sie sagen, hau rein. Ja, ich danke mal. Ich danke, ja. Aber ob ihr wirklich auf mich bauen könnt, weiß ich nicht. Ich weiß, was Martin, los ist. Der Preis, wenn du es schaffst, und es haben wirklich wenige bisher geschafft, wir hatten jetzt auch 4 Wochen mal Pause, hat sich gar keiner getraut. Ja. Der Preis ist einfach, solange mein Laden auffahrt oder ich neue Läden mache, du bist auf dieser Wand mit einem Foto. Du kriegst ein richtig, richtig geiles, großes Eis, wenn du gewonnen hast, und der Burger geht natürlich aufs Haus. Also es ist eigentlich eine Wette, die wir zwei abschließen. Aha. Wenn du es schaffst, ja. Ist für dich die Ehre an der Wand, der Burger umsonst, und du kriegst ein geiles Eis. Ja, ja, ja. Martin? Ich muss heute noch ein bisschen was machen, wie gesagt, und dann muss ich noch meine... Ja, komm, jetzt kommen die Ausreden. Ja, gut, okay. So, hier kommt noch eine Frage. So, mir ist bekannt, hier bitte. Hier ist noch eine Frage. Ja, noch eine Frage, hallo. Hier wird gefragt, dass man dir ansehen würde, dass du nicht so richtig Lust auf diese Challenge hast. Hast du ein bisschen Angst? Ja, natürlich. Ich habe ja jetzt erst peu à peu erfahren, also wie auch letztendlich gesundheitsschädlich, jedenfalls kurzfristig, das sein kann. Ach, es tut nur ein bisschen weh. Er schreibt hier in der Versichtserklärung, mir ist bekannt, dass durch die Teilnahme körperliches Unwohlsein bis hin zum Erbrechen möglich ist. Ebenso das Auftreten von Kreislaufproblemen. Ich erkläre ausdrücklich, dass keine Vorschädigungen oder Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich oder im Herz- und Kreislaufsystem bekannt sind. Ich versichere, auf Schärfe zu reagieren und nicht resistent gegen Schärfe zu sein. Hier kommen zahlreiche Tipps, wo das Glas Milch steht. Unsere ja, Fans sagen, ihr braucht keine Kuhmilch, ich unterstütze keine Massentierhaltung. Grundsätzlich bin ich gegen Tierhaltung und ich unterschreibe das mal. Es ist mal Zeit für Menschen ein bisschen abzustellen. Weil Sojamilch auch nicht, oder? Reismilch, Reisdrink, alles. Darf man ja, dank Schmitti, Christian Schmitti, darf man nicht mehr Reismilch nennen. Aber es gibt ganz viele schöne pflanzliche Alternativen. Was denn? Also wie löscht er das Feuer im Mund gleich wieder? Du kannst von mir einen Sojajoghurt bekommen, 500 Milliliter. Du kriegst von mir ein großes Eis, ein Softeis mit Haselnuss. Ja. Ob du das dann noch schmeckst, ist die andere Sache, aber es schmeckt ja nichts mehr wahrscheinlich. Es wird auf jeden Fall den Schmerz ein bisschen lindern. Okay. Aber komm, du musst schon Gas geben hier für deine Zuschauer. So halbseitige Sachen. Ja, du setzt mich zu sehr unter Druck, das gefällt mir gar nicht. Ja, ein paar fiese Kommentare hier empfehlen Wasser. Kannst du den Nutzer nochmal erklären, warum Wasser keine gute Idee ist? Na, Wasser spült halt die Schärfe komplett im Mund herum, dann wird es noch mehr brennen. Also verteilt es, oder? Wenn du es jetzt wirklich probierst, dann hau das Ding weg, so schnell wie es geht. Und danach das ist dein neutralisiere. Tipp? Ja, auf jeden Fall. Möglich. Ja. Der Typ, der umgefallen ist, vor 2 Tagen, glaube ich, war das. Der war mit seinen Jungs da, dann hat er sich irgendwie gepusht und saß dann tatsächlich eine halbe Stunde da, hat dann erst die Hälfte des Burgers gehabt und das Zeitlimit ist eben 1 Stunde und dadurch, dass er so lange sich Zeit lässt, kommt es dann im Magen an und dann tut es im Magen weh und dann fällt es halt wirklich um. Also manche. Aber in den Magen kommt es doch so oder so, was man isst, oder? Kommt so oder so, aber viele Leute wissen gar nicht, dass der Magen auch sehr empfindlich auf Schärfe reagieren kann. Das heißt, wenn du die Schärfe dann im Magen hast, fühlt es sich so ein bisschen so an, als wenn dir da jemand reinboxt. Na super. Mhm. Okay. Gut, soll ich mal vielleicht dann doch mal probieren? Wie esse ich jetzt? Achso, ich glaube, wir müssen den Martin ein bisschen anfeuern, weil sonst nimmt er ein Bissen und hört gleich wie eine Pussy auf. Bitte nicht hier solche Herausforderungen hier an mich. Willst du noch ein paar letzte Worte? Warum musst du jetzt die Handschuhe anziehen? So, ich muss jetzt die Handschuhe anziehen, genau. Zieht sich jetzt die Handschuhe an, weil du hast natürlich so ein paar Spuren von dieser Chilisauce. Und wenn du danach pinkeln gehst oder dir an die Nase fährst oder in die Augen reibst, dann wird es sehr doll wehtun, wenn du nicht die Handschuhe anhast jetzt. Hier wird gefragt, ob du den Burger selber isst, Attila. Nein, macht er nicht. Ich würde ihn nicht selber davon essen. Ab, aber mich bezeichnet er als Pussy, wenn ich das nicht auf... esse. Das ist ja auch irgendwie seltsam. Das sind sowieso grenzwürdige Bezeichnungen, die hier gefallen sind. Also, muss ich mal gucken. So. Würdest du ihn denn schaffen, wenn ich mitesse? Dann würde ich, also ich fände es prinzipiell besser, wenn ich nicht allein wäre. Ja, das ist du würdest ihn essen, wenn ich mir auch einen mache, ja? Ich glaube, die Fans fänden das auch ziemlich gut, wenn du da auch mal reinbeißen würdest.
Und es gibt sehr viele Herzen für den Reporter, der sich jetzt dieser Challenge stellt. Ja, das ein wenig Zuspruch kann ich gebrauchen. So, ihr Lieben, schickt mehr Herzen für Martin, der jetzt gleich in diesen scharfen Burger beißt. So, wie mache ich das denn am besten jetzt? So einfach wie ein Burger? Oder soll ich erstmal am Rande ein bisschen wegnehmen? Ich will einfach reinbeißen. Einfach reinbeißen. Komm, einfach reinbeißen. Oh mein Gott. Die Herzen fliegen. Oh, das war's schon. Das war jetzt nur ein Fitzelchen und der ist schon, ist es schon sehr scharf. Das ist ja gut, höllisch scharf. Heißt ja auch Hellfire Challenge. Ja, ja. Das Lachen würde ich nicht vergehen. Mach das Ding mal rum. Oh, ich hab schon Schluck auf. Okay, hier sagen die Fans, sagen, beiß rein, Martin. Zieh es durch. Du schaffst das. Die Herzen fliegen für dich. Können wir diese Wörter haben? Dankeschön. Oh Gott. Für die Hölle scharf. Naja, ich habe permanent einen Schluck auf und die Augenträne, es brennt im Mundbereich. Komm, schaffst du noch ein bisschen? Das ist ja echt die Hölle scharf. Das ist mir zu heftig. Ist dir zu heftig? Kannst du irgendwie beschreiben, wie sich das anfühlt? Als würde der Mund in Flammen stehen, so. Und jetzt fangen die an zu heulen. Seht ihr das? Endlich heult auch mal die Presse. Genau. Und das habe ich Schluck auf. Hier wird erwartet, dass der andere auch mal reinbeißt. Ach man. Und Martin, hier sagt jemand, wenn du ihn ganz schaffst. Ich bin fertig jetzt, ja? Ich will schon. Hier schreibt jemand, wenn du ihn ganz schaffst, dann abonniert er die Zeitung. Komm, eins. Bekomme ich mal Handschuhe? Ja. Von Grenzhölle, echt. Okay, ihr Lieben, Attila Hildmann beißt jetzt zum ersten Mal selbst in diesen Hellfire Burger. Herzchen bitte für beide. Martin. Nee, Leute. Ja, du bist echt durch? Ich bring's nicht, ne. Prima Eis für ihn, schönes mittleres mit schönen Toppings. Also. Dann lasse ich mal meine Fans auch ein bisschen teilhaben. Hier steigt die Zuschauerzahl. Fast 400 Leute, Attila. Wollen sehen, wie du jetzt diesen Burger isst. Ich kann es nicht mehr auf die Presse. Sanitäter müssen gerufen werden, die schlimmste Challenge und so weiter. Jetzt muss ich mal selber machen, damit ihr nicht... Martin, kollabierst du uns hier jetzt? Video? Ja, Video. Seid ihr alle da? Wollt ihr wirklich, dass ich reinpasse? Ja, bitte. Martin. Gut. Oh ja. So. Okay, das war ein Riesenbissen von Attila Hildmann in den Hellfire Burger, den schärfsten Burger der Welt. Von ihm kreiert. Und noch ein. Kommt noch auf seine eigene Wall of Fame. Oh, merkst du was? So, merkst du überhaupt irgendwas? Voll gut. Voll gut, ja? Attila, du schaffst das. Go for it. Fragt, ob du leidest. Sag noch einmal. Eigentlich ist es ja Gift, oder? Martin, was sagst du dazu? Respekt, oder? Ja, er ist hart. Vor allem hat er gerade eben noch gesagt, dass er es nie essen würde. Chili ist gesund. Ein sehr widersprüchlicher Mann. Ist Chili wirklich gesund? Ja. In dieser Dichte auf? In dieser Konzentration? Wirklich? Das ist doch Gift. Attila, die Zuschauer feuern dich an, du schaffst den ganz. Die Herzen fliegen, du schaffst den Burger ganz, sagen sie. Aber sie sagen auch, man merkt dir an, dass du leidest. Gibst du leidest auch.
Hier schreibt einer bewundernd, du würdest da so locker reinbeißen und das sei easy für dich. Ist das so? Oh. Das erste Mal? Oh ja. Das ist das erste Mal, dass er selbst in diesen Burger beißt. Das neutralisiert wirklich. Das ist nett. Okay. Dankeschön. Da kommt für unseren Reporter schon mal das Eis, das neutralisieren. Ich will ein Eis. Nach wenigen Bissen brauche ich schon ein Eis. Nett, dass ich eins kriege. Und wie geht's? Oh. Heftig. Gut. Auch ein Eis. Ja. Hier schreiben die Nutzer, sie ziehen den Hut und Respekt. Ein paar feuern noch weiter an, aber ich glaube, du bist durch mit dem Burger jetzt. Ich bin durch. Oh. Wir brauchen ein Eis. Ich brauche noch ein Eis. Kannst du jetzt nachvollziehen, warum jemand umgekippt ist? Es tut weh, aber umkippen ist noch nicht so weit. Ihr Lieben, das mit der Milch? Ja, die Hände zitterten auch. Und es landet später noch im Magen, erst richtig. Dann wird es immer richtig heftig, oder? Oh Mann. Ihr Lieben, das mit der Milch ist ein guter Tipp, aber Attila Hildmanns Restaurant ist vegan. Das heißt, Milch ist nicht, aber was ist die hier für ein Eis? Oh. Was ist für ein Eis? Es ist schokoladig, pistazig. Fleischschuh. Was ist das für ein Eis? Nutwave. So, Martin, wie geht es dir denn jetzt und würdest du das nochmal machen? Attila? Nee. Ich fand das so heftig, gleich beim ersten Bissen, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich eine besonders hohe Konzentration gleich. Das ging mir sofort wirklich durch den ganzen Körper, der Mund brannte, Augen tränten, die Nase. Und ich hatte wirklich kurze Zeit die Befürchtung, keine Luft mehr zu bekommen. Also du würdest das nicht nochmal machen? Nein, nur mit einem viel, viel milderen Chili. Wie sieht's bei dir aus? Ich wirke immer noch wie verschnupft. Ich habe immer noch Schmerzen. Das Ding ist echt Hölle. Also wenn die Hölle so heiß ist. Und du bietest ja. Da müssen wir brav sein im Leben. Da gibt es noch Hell's Gate. Was ist das? Das ist nur halb so scharf. Ja. Ja? Das sind aber schon die Pforten ja zur Hölle. Hm. Oh. Wir haben es die anderen geschafft. Ja. Du hast ja schnell gegessen eigentlich. Gute Frage. Du hast ja schnell gegessen eigentlich. Das war deine Empfehlung. Ja. Schneller essen und nicht so lange warten. Aber brennt danach. Das Eis ist vegan, ja. Da kommt die Frage, aber das Eis ist vegan. Oh, Wahnsinn. Habt ihr denn überhaupt noch was von dem Burger geschmeckt? Oder schmeckt man nur scharf? Man schmeckt nur scharf, ja. Ich finde, man schmeckt schon. Also, man schmeckt scharfes Chili, aber vor allem scharf. Ist, wenn du Schlangengift, wie Schlangengift im Mund. Aber das hatte ich jetzt noch nicht. Hast du schon mal Schlangengift probiert? Ja? Also wenn dir eine Schlange im Mund beißt, in die Zunge. Ja. So stelle ich mir das auch vor. Meine Nase läuft immer noch. Das hört nicht auf. Wie lange dauert das denn, bis der Schmerz weg ist? Halbe Stunde. Locker. Ja. Wie viel hat der Mann gegessen, der kollabiert ist vor 2 Tagen? Ja, nach wie vielen Bissen? So viel wie ich. Nicht mal die Hälfte. Also kann sein. Er hat zu langsam gegessen. Kann sein, dass ich jetzt umfalle gleich. Oh. Kann das noch nachträglich passieren quasi? Wenn es so in 5 Minuten im Magen ist, vielleicht, ja. Das kommt noch im Magen, genau. Mal gucken, was dann passiert. Er ist jeden Tag scharf.
Aber das Ding. Ah. Ja, es tut gut. Das ist auch lecker. Schmeckt dir? Ja. Mmh. Oh, jetzt kommt es gleich im Magen. Damn. Dass ihr eben so viel ist von diesem Burger gegessen worden. Ihr seht ihn, hier ist das böse oh. Teilchen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Ja. Ist aber wirklich wahnsinnig scharf. Mhm. Die beiden hier sind ziemlich K.O. Attila Hildmann hat zum ersten Mal selbst in diesem Burger gebissen. Hat sogar 3-4 Bissen geschafft. Und unser Reporter Martin hat auch reingebissen, aber nach dem ersten Bissen. War 3, oder? Du? 1. Nein, 2, oder mindestens. Hm. Oh. Ist nur was für Freaks. Wie viele Leute probieren den denn und schaffen es nicht? Also wie viele Leute stellen sich wirklich der Challenge? Also die wenigsten probieren wirklich. Oh, jetzt kommt's in den Magen. Oh. Oh. Hört nicht auf zu brennen. Kannst du da jetzt irgendwas gegen machen? Hilft das Eis? Eis hilft. Eis hilft, ja. Eis hilft. Hm. Oh. Interview geben ist wahrscheinlich gerade eher schwierig, ne? Für euch beide. Hä? Interview geht ein bisschen schwierig gerade. Ich habe den krassesten Respekt vor den Leuten, die es schaffen. Gut, wollt ihr denn den Zuschauern noch irgendwas sagen, bevor wenn ihr jetzt hier... wollt, auf die besten veganen Burger der Stadt, Schillerstraße 71, Charlottenburg. Ich verstehe nicht, wieso man das machen muss. Es gibt doch auch viel leckere Burger eigentlich hier. Ja, willst du einen leckeren Burger noch? Ja. Er will gar nichts mehr. Ich bin bedient. Super, dann verabschieden wir uns jetzt mal und lassen die beiden hier mal in Ruhe weiterleiden. Danke fürs Zuschauen. Ja, schön. Danke auch. Und ich habe versagt, ich weiß. Hier kommt zwar der Wunsch, einfach drauf zu bleiben, aber kommt ihr Lieben, wir lassen die jetzt mal wirklich in Ruhe leiden. Ich glaube, das ist schon hart vor der Kamera. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Tag. Tschüss. Oh.